Hallo zusammen, wir begrüßen euch zum nächsten Video in unserem Nomenklaturkurs. Heute beschäftigen wir uns mit der Benennung von einigen stickstoffhaltigen Verbindungen, genau gesagt Aminen und Imin. Zu den Grundlagen der Benennung von funktionellen Gruppen haben wir ein separates Video. Den Link seht ihr jetzt oben rechts, alternativ findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Legen wir direkt los. Zuerst schauen wir uns Amine und Imine an. Die entsprechenden funktionellen Gruppen sehen so aus. Die linke Gruppe ist die Aminogruppe. Wie man sehen kann, ist das Stickstoffatom über eine Einfachbindung mit dem Rest verbunden. Im Falle der Iminogruppe ist dies eine Doppelbindung. Nun schauen wir uns die entsprechenden Bezeichnungen an. Das Präfix der Aminogruppe lautet Amino, das der Iminogruppe Imino. Die Suffixe heißen entsprechend Amin und Imin. Nun können wir schon ein paar Übungen machen. Im ersten Beispiel hat man sowohl die Imino- als auch die Aminogruppe. Dabei ist letztere die ranghöchste. Das Stammsystem stellt Propan dar. Der Gesamtname dieses Moleküls lautet somit 2-Imino-Propan-1-Amin. Beispiel 2 hat nur die Iminogruppe, welche dadurch automatisch zur funktionellen Gruppe wird. Es ist wichtig zu beachten, dass der Träger der funktionellen Gruppe nicht der Ring, sondern die Ethankette ist. Der Benzenring ist in diesem Fall ein Substituent und muss entsprechend benannt werden. Das Ganze ergibt den Namen 1-Phenyl-Ethan-1-Imin. Im nächsten Beispiel ist der Träger der funktionellen Aminogruppe eine Methylkette. Der Ring fungiert wieder als Substituent, trägt aber in diesem Fall 2 Aminogruppen als Substituenten. Daher lautet die Bezeichnung für die Verbindung 3,5-Diiminocyclopent-1-En-1-Öl-Methan-Amin. Das letzte Beispiel stellt ein Cyclohexen mit 2 funktionellen Aminogruppen, welche deswegen über Suffixe benannt werden müssen, dar. Dies ergibt direkt die systematische Bezeichnung Cyclohex-2-En-1-4-Diimin. Nachdem wir Amine und Imine kennengelernt haben, müssen wir gesondert den Fall der Stickstoffatomsubstituierung betrachten. Zuerst veranschaulichen wir uns die Benennung von solchen Verbindungen, die substituierte Amine und Imine als Substituenten aufweisen und eine funktionelle Gruppe besitzen. Dazu schauen wir uns direkt ein paar Beispiele an. Im ersten Beispiel ist das Stammsystem offensichtlich Ethanol. Somit wird der Cyclopentenring einschließlich des methylsubstituierten Amin zum Substituenten. Die substituierte Aminogruppe heißt in diesem Fall Methylamino. Man muss hier keine Lukanten angeben, weil das Präfix Amino schon eindeutig sagt, an welcher Stelle sich das Methyl befindet. Wie zu sehen ist, wird der entsprechende Substituentenname an die Endung Amin angehängt. Der Rest der Benennung sollte unseren Zuschauern schon bekannt sein. Es handelt sich um 2,5-Methylamino-Cyclopent-2-En-1-Öl-Ethen-1-Ol. Unser nächstes Beispiel besitzt einen ähnlichen Aufbau. Anstelle der Aminogruppe ist dabei eine substituierte Iminogruppe. Die Benennung gestaltet sich analog. Hierbei handelt es sich um 5-Propan-2-Öl-Imino-Methyl-Oct-7-En-1-In-4-Thiol. Im dritten Beispiel muss man zwar analog vorgehen, wir erklären dieses Beispiel aber nochmal ein wenig ausführlicher mit, damit das Vorgehen euch allen sicher klar ist. Zuerst muss man das Stammsystem bestimmen. Dieses ist der Träger der funktionellen Gruppe, in diesem Fall diese Propankette. Das Stickstoffatom ist zweifach substituiert, einmal mit einer Thiol-Gruppe, welche über das Präfix Sulfanyl benannt wird, und einmal mit seinerseits einem wieder substituierten Phenylrest. Der Substituent, der am Phenyl hängt, heißt 2-Methylprop-1-En-1-Öl. Seine Position am Ring ist 2. Somit kann man schon den Namen des größeren Substituenten zusammenbauen. Dieser ist 2,2-Methylprop-1-En-1-Öl-Phenyl. Der Gesamtname des substituierten Amins lautet somit 2,2-Methylprop-1-En-1-Öl-Phenyl-Sulfanyl-Amino. Dabei werden die beiden Substituenten des Stickstoffs in alphabetischer Reihenfolge hintereinander genannt. Wenn man den Namen des Stammsystems dazu addiert, erhält man den vollständigen Namen der Verbindung. Dieser lautet 3,2,2-Methylprop-1-En-1-Öl-Phenyl-Sulfanyl-Amino-Propan-1,2-Diol. Das letzte Beispiel kombiniert die substituierten Amino- und Imino-Substituenten. Der Name des zyklischen Substituenten lautet 3-Dimethylamino-Cyclopentyl. Dieser hängt aber noch am Imin, der seinerseits ein Substituenten in Bezug auf das Stammsystem ist. Daher ist die vollständige Bezeichnung für diese Verbindung 1,3-Dimethylamino-Cyclopentyl-Imino-Pentan-2-Ol. Nun schauen wir uns die sogenannte N-Substitution an und besprechen ihren Anwendungsbereich. Bei der N-Substitution handelt es sich um das Benennungssystem, welches die Lukanten der Stickstoffsubstituenten über die Buchstabenlukanten N angibt. Diese Nomenklatur wird bei substituierten Aminen verwendet, das heißt bei den Verbindungen, die eine oder mehrere Aminogruppen als funktionelle Gruppe besitzen. Das bedeutet automatisch, dass die Aminogruppe über ihr Suffix benannt werden muss. Betrachten wir dazu ein paar Beispiele.
Die erste Verbindung stellt ein Amin dar, welches dreifach substituiert ist. Um solche Stoffe richtig zu benennen, ist es gewöhnlicherweise als erstes notwendig, das Stammsystem zu bestimmen. Wie wir schon in unserem Video über die Benennung des Stammsystems besprochen haben, zu welchem ihr jetzt auf eurem Bildschirm einen Hinweis sehen solltet, wird dabei der Ring als Stammsystem bevorzugt. Deswegen kann man sagen, dass es sich hierbei um ein Cyclopent-3-En-1-Amin handelt. Der Name der beiden Stickstoffsubstituenten lautet Propan-2-Yl und Butan-2-Yl. Der Lokant der beiden Substituenten ist wie gerade erklärt der Buchstabe N. So erhalten wir alle Bausteine, aus denen wir nun den systematischen Namen der gesamten Verbindung zusammenbauen können. Dieser ist N-Butan-2-Yl-N-Propan-2-Yl-Cyclopent-3-En-1-Amin. Im zweiten Beispiel ist das Vorgehen analog. Hier muss man als Stammsystem den größeren Benzenring nehmen. Die Namen der beiden Substituenten lauten Cyclopenta-1-3-Dien-1-Yl und 3-Methylcyclopent-3-En-1-Yl. Die systematische Bezeichnung für dieses Amin lautet also N-Cyclopenta-1-3-Dien-1-Yl N-3-Methylcyclopent-3-En-1-Yl-Benzenamin. Im letzten Beispiel handelt es sich offensichtlich um ein Cyclohepta-2,5-Dien-1,4-Diamin und es stellt sich die Frage, wie man bei den Buchstabenlokanten die beiden Aminogruppen voneinander unterscheiden kann. In solchen Fällen wird direkt nach dem Buchstaben der entsprechende numerische Lokant vergeben. Fangen wir links an. Die Stickstoffsubstituenten heißen Cyclopropyl und 2-Iminoethyl. Der Lokant der beiden Substituenten ist N1. Dann nach der Bezifferung des Stammsystems ist der Lokant dieser funktionellen Gruppe 1. Der Lokant für die zweite Aminogruppe ist 4 und somit müssen ihre Substituenten die Lokanten N4 bekommen. In diesem Fall sind das 2-Methylsubstituenten. Man muss aber noch berücksichtigen, dass am Stammsystem noch ein Methyl verknüpft ist, und zwar an Stelle 5. Wie immer müssen wir alle gleichnamigen Substituenten hintereinander benennen. Man geht hier wie gewöhnlich vor. Es müssen nur anstelle des normalen numerischen Lokanten auch die N-Lokanten genannt werden, und zwar vor den numerischen Lokanten. Im endgültigen Namen der Verbindung sieht es so aus. N1-Cyclopropyl, N1-2-Iminoethyl, N4-N4, 5-Trimethylcyclohepta-2,5-Dien-1,4-Diamin. Als letztes besprechen wir in diesem Video die Benennung von Aminen, welche ausschließlich mit acyclischen Substituenten substituiert sind. Solche Amine werden über die sogenannte radikofunktionelle Nomenklatur benannt. Das bedeutet, dass alle Reste als Substituenten genannt werden, also mit der Endung -yl und einfach in alphabetischer Reihenfolge im Namen aufgezählt werden. Betrachten wir auch hierzu einige Beispiele. Unser erstes Amin ist mit 2-Propan-2-Yl-Resten substituiert. Sein Name lautet deswegen Bis-Propan-2-Yl-Amin. Das nächste Amin hat 3 gleichnamige Substituenten, die aber selbst nicht substituiert sind. Deswegen braucht man hierzu das normale multiplikative Präfix Tri. Die Bezeichnung für diese Verbindung ist also Triethenylamin. Unser nächstes Beispielmolekül hat 3 unterschiedliche Substituenten, einer davon besitzt sogar eine Iminogruppe. Da wir aber nach wie vor im Molekül als funktionelle Gruppe eine Aminogruppe haben und alle Substituenten acyclisch sind, findet hier dasselbe Nomenklatursystem Anwendung. Die richtige Bezeichnung für dieses substituierte Amin heißt Ethenyl-4-Iminobutan-2-Yl-2-Methylpropylamin. Die letzte Beispielverbindung dient auch als Illustration der Bestimmung vom Stammsystem. Hier hat man insgesamt 3 Aminogruppen und es muss zuerst entschieden werden, welche das eigentliche Amin darstellt und welche als Substituenten benannt werden müssen. Dabei werden möglichst substituierte Amine nach der JPEG-Regel bevorzugt. Daher fällt die rechte Aminogruppe schon raus. Dieses Amin wäre einfach substituiert, was kleiner ist im Vergleich zu den 2 anderen, die beide dreifach substituierte Amine darstellen. Da der Substituierungsgrad der beiden anderen Kandidaten gleich ist, hat man theoretisch 2 gleichgültige Varianten. Obwohl sich die Namen dieser Verbindung unterscheiden würden, kann man anhand der beiden Bezeichnungen nur ein und denselben Stoff zeichnen, was den Sinn und Zweck der systematischen Nomenklatur erfüllt. Diese Verbindung könnte also entweder 3-Aminoprop-1-En-2-Yl-Dimethyl-Aminomethyl-Prop-1-En-1-Ylamin oder 3-Aminoprop-1-En-2-Yl-Prop-1-En-1-Ylaminomethyl-Dimethylamin heißen. Bei solchen Fällen, die ehrlich gesagt auch ziemlich selten vorkommen, müsst ihr einfach nach Belieben entscheiden, welchen der beiden Namen ihr benutzen wollt.
In diesem Video haben wir mit euch ausführlich die systematische Bezeichnung von Amin und Imin besprochen. Wie ihr gesehen habt, waren diese Verbindungsklassen, insbesondere Amine, etwas komplizierter. Wir haben versucht, euch alle möglichen Varianten zu erläutern, damit ihr unabhängig davon, was in der Klausur auftaucht, genug Wissen und Verständnis dafür habt, die Aufgaben richtig zu lösen. Wenn ihr unser Video hilfreich fandet, würden wir uns über ein Like und ein Abonnement freuen. Außerdem sind wir neuerdings auch auf Instagram vertreten. Folgt uns auch gerne dort. Eure eventuell vorhandenen Fragen könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Wir antworten so schnell wie können. Ansonsten wie immer viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.